Kinder mit unglaublichen Fähigkeiten. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Kinder mit unglaublichen Fähigkeiten von Verborgene Geheimnisse TV. Ich bin gespannt, was hier passiert und ja, Digga, ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts dazu zu sagen, außer lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Überall auf der Welt und zu allen Zeiten gab es Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Viele von ihnen sind in Vergessenheit geraten, aber die folgenden Fälle wurden dokumentiert und untersucht. Das ist ein spannendes Thema, Digga. Ich bin gespannt, was hier geht. Welche erstaunlichen Fähigkeiten Menschen besitzen können. Anna Gislein ist eine Wissenschaftlerin an der Universität Lund in Schweden, die für... Gislein, Digga, erinnert mich an Gislein, Digga, und das fühle ich nicht. Gislein Maxwell. Die ist immer noch auf frei... Oder, nee, die ist im Knast, ne? Oder ist sie auf freiem Fuß? Ich weiß gar nicht. ...verschiedene Aspekte des Sehens erforscht. Im Jahr 1999 erfuhr sie von den Moken einen... Moken? Moken it in, man, Alter. Der Bruder ist naked, wa? Fühl ich, Bro. Ich will auch so rumjumpen. Stamm in Thailand, der eine bemerken... Thailand, Digga, vielleicht ein Zeichen. Ich muss nach Thailand, Bro. ...hatte Fähigkeit besitzt. Die Kinder dieses Stammes verbringen viel Zeit damit, unter Wasser nach Nahrung zu suchen, was dazu geführt hat, dass sich ihr Sehvermögen angepasst hat und sie unter Wasser viel klarer sehen können als... Krass, Digga, guck mal, was für Augen, ja? ...Menschen. Um zu... Mit diesen Stäben einfach unter Wasser, oder was? ...prüfen, wie die Unterwassersicht dieser Kinder war, führte die Wissenschaftlerin ein Experiment durch, bei dem sie ein Panel mit Linien betrachteten und dann beschrieben, ob sie vertikal oder horizontal waren. Die Forschung zeigte, dass die Mokenkinder unter Wasser doppelt so gut sehen konnten wie europäische Kinder. Krass, Alter. Siehste? Evolutionstheorie. Die haben sich drin gepasst, na Mann. Jetzt hier nicht denken, dass ihr in die Kommentare, aber jetzt glaubst du auf einmal an die Evolutionstheorie. Ich habe doch gesagt, Anpassungsfähigkeit, da glaube ich auf jeden Fall dran. Aber ich glaube nicht, dass aus einer Spezies eine komplett andere Spezies wird. Das muss ich hier immer wieder noch zwischendurch klarstellen an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Weil am Ende des Tages müsste das ja immer noch passieren. Auch ein Argument, weißt du? Ebenfalls an dieser Studie teilnahm. Die haben sich drin gepasst. Genau so, Bruder. Einbillig. Küss dein Herz. Wie geht's? Alles gut? Der Mensch kann unter Wasser nicht gut sehen, aufgrund der Brechung, bei der Lichtstrahlen beim Übergang von einem Medium zum anderen abgelenkt werden. Das menschliche Auge ist darauf ausgelegt, das Licht zu fokussieren, wenn es durch die Luft geht, nicht durch das Wasser, da die Netzhaut das Bild unscharf und verschwommen wahrnimmt. Professorin Gislein kam zu dem Schluss, dass zur Verbesserung der Unterwassersicht eine sogenannte Akkommodation erforderlich wäre. Das heißt, eine Veränderung der Form der Linse oder eine Verengung der Pupillen. Krass, Digga. Ich lieb's auch, im Wasser rum zu jumpen. Ich kann auch unter Wasser eigentlich relativ gut sehen. So. Ich lieb das, Bro. Unter Wasser und dann gucken, was da geht. So. Versuchen zu gucken. Wenn Sand ist, ist es immer schwer, aber wenn das Wasser klar ist, voll geil. Digga, ich gehe heute safe noch am Beach, Digga, mega. Besaßen die Kinder beide Fähigkeiten, ähnlich wie Delfine oder Robben, die ebenfalls über diese Fähigkeit verfügen. Guck mal, das ist voll wild, ne? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, dass wir als Menschen, wenn wir wirklich in der Natur groß werden, wo wir auch hingehören, meiner Meinung nach, weil wir von da kommen, dass wir uns ganz andere Fähigkeiten aneignen können, als wenn wir auf TikTok rumswipen und sonst auch einfach irgendein Bullshit machen, so weißt du? Ich glaube, dieses Ganze, ich sag dir ehrlich, Mann, diese ganze Social-Media-Entwicklung ist schon so eine Entwicklung, die uns extrem entmenschlicht hat, würde ich behaupten, so. Habe ich auch letztens mit einer Deutschen hier besprochen, wie krass der Unterschied war, wie wir Menschen gelebt haben. Guck mal, nicht mal jetzt Natur und heute, also wo wir noch in der Natur gelebt haben und heute, sondern vor Social Media und nach Social Media. Vor Social Media waren wir viel mehr draußen, haben viel mehr gespielt, haben viel mehr echte Erfahrungen gemacht und seit Social Media ist das viel weniger geworden, Digga. Das ist schon krass.
Die französische Autorin Tippi Degree wurde 1990 in Namibia geboren. Sie verbrachte die ersten 10 Jahre ihres Lebens im afrikanischen Dschungel zu... Boah, geil, Digga. Geil! ...mit ihren Eltern, Wildtierfotografen. Tippi lebte mit einer Vielzahl von wilden Tieren zusammen, einschließlich einiger der gefährlichsten Arten. Und es... Boah, das ist geil, Bro. ...berichtet, dass sie mit ihnen... Mogli-mäßig... ...initiieren konnte. Am erstaunlichsten war, dass sie keinerlei Angst von diesen Tieren zu haben schien. Oft ritt sie auf einem riesigen Elefanten namens Abu, den sie stets an ihrer Seite hatte. Sie zeigte keinerlei Abneigung gegenüber den Tieren. Im Gegenteil, man sah sie oft dabei, wie sie eine große Riesenkröte umarmte oder mit Schlangen spielte. Wie geil ist das denn? Das ist voll geil, Mann. Diese Bilder, die erwärmen mein Herz. Die nahegelegenen Stämme kannten sie als das kleine Mädchen, das angeblich mit den Tieren sprechen konnte. Und sie fühlte, dass die Magie des Ortes sie mit Glück erfüllte. Die steht einfach auf dem Krokodil drauf, Digga. Zieh dir das mal rein, ja? Ihr Leben schien perfekt zu sein. Doch als sie nach Paris zog, um zur Schule zu gehen, änderte sich alles. Sie empfand tiefe Traurigkeit, als ob ein Teil ihrer Seele in Afrika zurückgeblieben wäre. Sie bemerkte, dass sich etwas in ihr verändert hatte. Als ich nach Frankreich zog, versuchte ich mit Spatzen, Hunden, Tauben, Kühen und Pferden zu sprechen. Aber es gelang mir nicht. Ich weiß nicht warum. Connection verloren. Ich glaube, mein wahres Zuhause ist Afrika und nicht Frankreich. Tippi zeigt uns, was wir verlieren können, wenn wir uns entscheiden, in unwirtlichen und kalten Städten zu leben. Wir trennen uns vollständig von der Natur und verlieren Fähigkeiten, die im Menschen angeboren sind. Krass, Bro. Schon geil, Alter. Ein 9-jähriges indisches Mädchen namens Yogamata erstaunte die ganze Welt, als sie einen Text perfekt vorlas, während ihre Augen verbunden waren. Einer schreibt, die verschmutzte Stadtluft. Ja, die verschmutzte Stadtluft, aber auch die ganze Vibes, die ganze Energy, weißt du, wie ich meine, so, in der Stadt. Du bist ja dann nicht mehr richtig connected mit Mutter Natur, weil ja auch alles asphaltiert ist und so. Es geht trotzdem, aber es ist schwieriger, diese Verbindung aufzubauen mit unserer Mutter, Digga. Und das ist die Natur. Das ist da, wo wir herkommen. Haben wir vergessen heutzutage, aber das ist das, wo wir herkommen. Und das ist auch das, was uns heilen kann. So. Packst du Menschen, die eine Depression haben oder psychische Probleme und in der Stadt leben, mal für ein Jahr in die Natur irgendwo, du wirst direkt merken, wie es denen besser gehen wird. Warum? Weil die Natur uns auch heilen kann. Und wenn die Natur weg ist, dann fehlt uns etwas. Wir verlieren eine Art Connection. 2015 demonstrierten über 50 Personen auf den Gipfel der Unternehmensanwaltschaft auf dem Capitol Hill. Sie konnte ganze Abschnitte von Nachrichtenartikeln, Visitenkarten und anderen Inhalten, die vom Publikum zur Verfügung gestellt wurden, laut und fließend lesen. Um sicherzustellen, dass Yogamata nichts sehen konnte, wurden zwei Augenbinden und Augenpolster verwendet. Ja, das ist jetzt hier wieder so ein Thema, wo ich sage, who knows? Keine Ahnung. Die beiden Themen vorher, die haben für mich extrem Sinn gemacht. Das ist hier jetzt so ein Thema, kann sein. Man weiß aber nicht. Die Zeugen waren erstaunt. Nach ihren Angaben hatte sie das dritte Auge aktiviert. Einige Experten behaupten jedoch, dass diese Fähigkeit tatsächlich der Dermoptik oder Psychometrie entspricht. Eine Fähigkeit, durch die Haut Schwingung aufzunehmen und die Objekte um uns herum wahrzunehmen. Sie sagte, dass diese Fähigkeit erlernt ist und kein angeborenes Talent, wie viele denken. Doch das Außergewöhnliche ist, dass sie nicht nur mit verbundenen Augen lesen kann, sondern auch mühelos Fahrrad fährt, Autos ausweicht und Bilder perfekt kopiert und malt. Das ist crazy, Bro. Wenn es so wäre. Weltweit gibt es andere Kinder wie Yogamata, die diese erstaunliche Fähigkeit erlernen. Kann ich mir vorstellen, dass man sowas kann? Ja. Ich glaube wirklich, dass wir sowas wie einen sechsten Sinn haben. Siebter Sinn, ne? Sechster Sinn? I don't know, Bro.
Ich kann mir vorstellen auf jeden Fall, dass wir sowas wie einen sechsten Sinn haben. Sechster ist es, glaube ich, dann, ne? Und quasi auch den Sinn aktivieren können und damit auch Sinne ersetzen können, beziehungsweise ausgleichen können, wenn uns ein Sinn fehlt. Also entweder angeboren oder mit Training. Ich glaube, das kannst du auch trainieren. Also ich kenne eine Freundin, Laura, die war in einem Yoga-Retreat und die mussten auch, die haben jede Woche einen Sinn weggenommen bekommen. Nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen, nicht riechen und somit die anderen Sinne trainiert im Endeffekt, weißt du? Und wenn du alle Sinne vielleicht mal auch weggenommen bekommst, dann kannst du vielleicht den sechsten Sinn trainieren. Und dann kannst du auf jeden Fall Dinge tun, die uns für uns unmöglich scheinen, so. Weißt du? Glaube ich daran, dass das jeder einfach so kann? Weil, weiß ich nicht, Digga. Glaube ich daran, dass das möglich sein könnte? Ja, glaube ich schon. Ob das jetzt in dem Fall so ist oder nicht, weiß ich nicht. Weil da gibt es auch viele natürlich auch Scammer und so. Scharlatane, Leute, die versuchen damit vielleicht Cash zu machen oder Fame zu generieren oder was auch immer, weißt du? Aber um dies zu erlangen, muss man zunächst wissen, dass sie existiert, dann daran glauben, dass man sie entwickeln kann und schließlich üben. Akiane Kramarek wurde 1994 in Illinois, USA, Akiane, geboren. Ihre Mutter stammt aus Litauen und ihr Vater ist Amerikaner. Bereits im Alter von... Die kann jetzt Farben riechen oder so, wa? In Jahren begann Akiane, Zeichnung ihrer Haustiere und engen Familienmitglieder mit einer für ihr Alter ungewöhnlichen Geschicklichkeit anzufertigen. Schon in sehr jungen Jahren zeichnete sie sich durch die Perfektion ihrer Bilder aus, was ihre Mutter vermuten ließ, dass ihre Tochter nicht wie andere Kinder war. Krass, hat die das gemalt oder was? Das ist wild, Bro. In 6 Jahren übertraf die Komplexität ihrer Gemälde bereits das übliche. Boah, mit 6 Jahren? Maß. Ihre Porträts und Landschaften beeindruckten jeden, der sie sah. Krass. Zu erwähnen ist auch, dass sie bereits im Alter von nur 7 Jahren mühelos Gedichte schreiben konnte. Ihre Zeichnungen... Gifted, Bro. Ich glaube, das passiert, wenn du schon auch die Talente förderst. Die haben bestimmt ihr Talent auch schon... gemerkt, gefühlt früh und das gefördert, weißt du, wie ich meine? Bilder spiegeln ihre Träume wider. Eines ihrer bekanntesten Gemälde ist Prince of Peace. Yeshua. Ihr erstes Selbstporträt wurde für $10,000 verkauft. In ihren Werken stellt Akiane das Leben. Die hat doch voll die positiven Vibes, finde ich so. Mega Ausstrahlung auch. Anschaffen, Menschen und Tiere da. Im Alter von 10 und 12 Jahren veröffentlichte sie 2 Bücher über... Oh, guck mal die Bilder an, Digi. Crazy. ...eben ihre Kunst und Poesie. Das Katzenkind, Digga, wir sind drin. Nor Yuhi, geboren in China, besitzt eine erstaunliche Fähigkeit... Schon seit seiner Kindheit fielen seine Augen auf. Sie waren von einem hellblauen Farbton und leuchteten im Dunkeln. Was? Die leuchteten im Dunkeln? Seine Eltern, besorgt um sein Sehvermögen, brachten ihn ins Krankenhaus im Süden Chinas. Im Krankenhaus wurden zahlreiche Tests durchgeführt und die Ärzte stellten fest, dass der kleine Nong perfekt im Dunkeln sehen konnte, als wäre es Tag. Er konnte sogar nachts ohne Lichthilfe lesen. Was verlieh seinen Augen diese bemerkenswerte Eigenschaft? Das ist halt bei dem Cousin hier, Verborgene Geheimnisse TV, man weiß halt nicht, weißt du, wie ich meine, inwiefern das recherchiert ist, ob das wirklich stimmt oder nicht stimmt, Digga. Kann man jetzt hier an der Stelle nicht verifizieren, weißt du, deswegen, wir gehen da rein, habe ich ja auch im Talk gesagt, wir gehen da rein, als ob das so wäre und denken uns da krass. Wir werden jetzt das nicht beweisen können, weißt du, hier im Stream. Die Ärzte vermuteten, dass dies auf eine genetische Anomalie zurückzuführen sein könnte, die seine Augen ungeschützt ließ und sie besonders empfindlich für Licht machte. Dennoch konnte der Junge an sonnigen Tagen perfekt sehen. Die Augenspezialisten erklärten den Eltern, dass seine Augen im Laufe der Zeit aufhören würden zu leuchten und dunkler werden. Die Jahre vergingen, aber Nong behielt die Fähigkeit, wie eine Katze zu...
Das Bild sieht irgendwie fake aus. Und seine Augen leuchten immer noch wie Sterne. Es ist möglich, dass wir bei der Geburt über Fähigkeiten verfügen, die im Laufe unseres... Was denkt ihr, Chat, Digga? Ist da was dran oder nicht? Also könntet ihr euch vorstellen, dass das möglich ist? Dass Menschen mit Augen geboren werden, die anders sind als andere Augen, quasi. Die im Dunkeln sehen können und eventuell ein bisschen mehr leuchten in der Nacht und so. Achsen werden es verkümmern. Oft bleiben diese Potenziale ungenutzt, da wir uns ihrer Existenz nicht bewusst sind. Doch diese Kinder haben uns gezeigt, dass Menschen über erstaunliche Fähigkeiten verfügen könnten. Stellt sich die Frage, könnten wir diese Talente in Zukunft gezielt entwickeln? Ich glaube, wenn wir alleine schon Kinder von klein auf fördern würden in ihren Talenten, dann könnten wir schon Fähigkeiten entwickeln, die deutlich über das hinausgehen, was heutzutage möglich ist, weißt du? So. Ja, aber das Schulsystem erzieht ja so eine gleichgeschalteten Roboter mehr oder weniger, wo jeder gleich funktionieren muss und da werden schon voll viele Talente gekillt, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, ich hätte mir damals, deswegen wollte ich immer nach Amerika gehen, Digga, und als wir kurz davor waren, nach Amerika zu ziehen, habe ich mich voll gefreut, weil ich immer schon davon überzeugt war, dass ich sportlich halt ein mega krasses Talent habe, weißt du? Ich konnte jede Sportart und ich war immer der Beste in der Schule, so. Und ich, wenn ich in der Schule gefördert worden wäre, dann hätte ich sportlich, glaube ich, einen richtig heftigen, Bro, eine Karriere hingelegt, so, weißt du? Aber das geht halt, das passiert halt in Deutschland nicht so wirklich. Wild. Finde ich trotzdem interessant, sich damit auseinanderzusetzen, ja? Guck mal hier, das ist ein perfekter Kommentar. Jedes neugeborene Kind ist potenziell ein Genie. Das endet meist mit dem Kindergarten. So. So. Spannend. Interessante Geschichte auf jeden Fall, Chat. Ich küsse euer Herz.